Huhu, meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Runde Sons of the Forest. Wir sind jetzt hier in der Schaufel fertig und sind auf dem Rückweg. Ich habe jetzt unser Speicherzelt abgebaut und mitgenommen, weil ich es ja in der letzten Folge stehen lassen habe. Ja, müssen wir mal schauen, dass wir, oh, dass wir hier irgendwie wieder rauskommen, wollte ich gerade sagen. Ah, er wieder hier. Okay. Da hatten wir schon einmal das Vergnügen. Und zwar in der Seilpistolenhöhle. Bums. Weg mit dir. So, und er hat uns einen Weg freigemacht. Sehr schön. Ne, hier sind wieder Beine, Arme. Können wir aber alles nicht gebrauchen. Wir brauchen eigentlich einen Kopf für meinen Eintopf. Reimt sich auch noch so schön. Kopf für den Eintopf. Ich gehe mal in die Hocke. Wer weiß, was hier noch kommt. Bin da irgendwie nicht so ungestüm jetzt gerade. Data Babys, ich hab's gewusst. Ich hab's doch gewusst und fast reingerannt. Weil die so leise sind, wieder mal. Oh, ich hab mit der Granate sogar ein Baby getroffen. Aber das müsste sie jetzt aber auch alle zerfetzt haben, ne? Dürfte jetzt keins mehr übrig geblieben sein. Die waren alle so schön beieinander. Hat's alle dahin gerafft. Ach so, ich sollte mal nicht so rennen. Also, obwohl ich weiß, dass hier kann ich rennen. Aber jetzt gleich, ich weiß gar nicht mehr, ob noch was kam. Noch ein paar Babys. Babys, ich hab's gewusst. Aber wisst ihr was? Die kriegen jetzt mal die Granate da schön an den Arsch. Zack. Ah, okay. Das scheint auch wieder gesessen zu haben. Der war zu überraschend für die. Die kleinen Mistviecher. Also nicht falsch verstehen. Ich habe nichts gegen Babys, ne? Aber hier ist es was anderes. Vielleicht müssen wir ein anderes Wort für die ausdenken. Klumpen Fleisch. Da sind wieder ein paar Klumpen Fleisch gewesen. Lebendes Fleisch. Klumpen. Dumme Klumpen. So, ah, hier geht's runter. Da sind wir ja fast draußen. Sehr schön. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. So. Einmal hinaus hier, unser Essen und Trinken sieht alles gut aus. Das ist aber sehr gut versorgt, muss ich sagen. Das heißt, wir werden jetzt direkt mal losstapfen nach Hause. So. Dann müssen wir einfach nur hier runter. Zack. Einfach nur diesen dicken Fluss da vorne folgen. Ist schon echt geil gemacht, ey, die Umgebung. Das haben die echt gut hingekriegt. Man fühlt sich so wie in, wirklich wie im Waldspaziergang. So, wenn man jetzt nicht gerade hektisch unterwegs ist oder so. Und nur von A nach B will. Man läuft ja so ein bisschen durch die Büsche und so. Schon manchmal erholsam. Du kommst dann so eine Kreuzung. Oder besser gesagt, T-Gabelung. Schön. Müsste ja schon unser Fluss sein, ne? Ja. Wir gehen mal hier rüber. Wusste gar nicht, dass wir hier so einen Wasserfall haben. Na gut, wir sind ja auch noch eine Ecke entfernt von uns. Das ist ja noch eine Weile hin. Eine Weile nicht, aber schon noch ein bisschen. Ja. Wir mal hier rum. So. Alter, habt ihr mich erschrocken, ey. Willst du mir deinen Kopf geben? Nur einmal? Nur kurz. Komm her, Mensch.
Komm doch mal her. Komm mal her. Du willst doch mein Eintopf sein, ich weiß es doch. So? Nee, einen Arm brauche ich nicht. Brauch mal deinen Kopf, bitte. Dankeschön. Bye, bye. Ich muss mal weg, ja. Wir sehen uns. Ihr habt nichts gesehen. Ihr habt nichts gesehen. So, und schon haben wir wieder unsere Ruhe. Ist doch prima. Schon wieder außer Puste, der Mann. Also ehrlich mal. Nichts kann er mehr ab hier. Streng dich an. Streng dich an. So, man könnte ja mal überlegen, ob man jetzt die Seilbahn gleich neu zieht, weil man eh den Weg hierher laufen muss, so. Das werden wir auch machen, glaube ich. Es war noch weiter vorne. Definitiv. So, ja, jetzt kommen wir in unsere Gegend. Das ist unsere Gegend hier. Unser Block. Überall alles voller Felsen. Alles wieder neu gespawnt. Geil. Sehr geil. Da können wir nachher ordentlich abräumen. So, die Seilbahn haben wir ja noch. Das ist ja prima. Das mache ich dann wieder offscreen, dass ich die ganze Scheiße hier wieder zusammensammle und uns hier rüber schicke. Und dann können wir wieder schön in der nächsten Folge oder so denn von hier aus zehren. Jetzt schauen wir mal, was wir jetzt machen. Vielleicht basteln wir jetzt irgendwas, was nicht so viele Felsen frisst oder so. Dann müssen wir mal gucken, was ansteht. Ja. So, wir hatten die da vorne irgendwo dran, ne? So. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich bin wieder zu Hause, Kelvin. Guten Morgen. Komm mal her, mein Besser. Du kannst jetzt gleich mal hier weitermachen und schon mal schön Felsen sammeln. Dass wir später schön Baumaterial haben. So. Ja, zurück von unserer Reise. Wir haben uns jetzt die Schaufel organisiert. Das ist schon mal sehr geil, auf jeden Fall. Wir basteln mal jetzt ein bisschen an der Mauer weiter hier. Ja, komm mal her. Ja, das ist schon mal sehr geil, auf jeden Fall. Die Schaufel, dann würde ich sagen, ist ja der Wartungsbunker A, den wir jetzt entdeckt haben. Da sollten wir dann mal vorbeischauen. Aber es gibt auch noch einen Point of Interest. Den würde ich ganz gerne noch abklappern vorher. Da müssen wir mal schauen, wann. In den nächsten Folgen auf jeden Fall. Auf jeden Fall, bevor wir zum Wartungsbunker A gehen. Das steht auf jeden Fall mal fest. Oh, er hat ja wieder richtig viele Felsen hier zusammenbekommen, der Mann. Finde ich ja gar nicht verkehrt. Das ist richtig fleißig. Vielleicht muss ich meine Meinung über ihn ändern. Dass er doch sowas taugt. Wir müssen da oben auch noch den Boden reinlegen, ne? Das sollten wir vielleicht auch noch machen. Da müssen wir mal ein Bäumchen für fällen. Baumstammlager haben wir weggerissen. Da müssen wir mal nochmal neue bauen. Aber ich überlege gerade, wohin. Da, wo sie nicht stören am besten, logischerweise. Da würde ich auch sagen, können wir doch hier, wenn hier eh die Felsen gelagert werden, kann man doch hier auch so die Baumstammlager dazu packen, oder? Nee. Doch. Warte, der hat doch gerade... Komm, der hat mir doch gerade so einen weißen Punkt gegeben. Einen kurzen weißen Punkt hatte ich. Nee, aber so eine Formelei ist auch beschissen. Also, da. Hier ist auch. Ist alles doch ein bisschen eng, ne? Man hätte sich vielleicht das alles ein bisschen besser arrangieren können.
sag ich mal. Was ist denn, wenn wir die Baumstammlager hier so lang bauen? Am Eingang lang. Müsste doch auch klappen. Och nö. Sag mal. So, wenn wir da jetzt noch eins hinkriegen, dann bin ich ja schon zufrieden. Dann ist alles supi. Ja, kann man so lassen, ne? Dann bauen wir das mal auf hier. So. Brauchen wir ein paar Stickies für. Haben wir ja da. So, noch ein paar Stickies. Fertig. Und jetzt würde ich sagen, dann stellen wir den gleich mal um. Wenn wir eh schon gerade dabei sind. Würde ich den ganz gerne hier so mit hinhaben zum Knochenständer. So. Ja, was geht, Kevin? Dann legen wir die wieder rein, die wir nicht brauchen. Knochen, haben wir Knochen zum Ablegen? Haben wir Tatsache, wir haben ein paar Knochen gefunden. Ja, Knochenrüstung hatten wir aber schon 10 Stück. Haben wir nur noch 8 Mutantenhäutchen, ey. Das ist echt schade. Das ist echt schade. Wir haben gerade eine Batterie im Gepäck, deswegen, hups, die Uhr brauchen wir gar nicht. Deswegen machen wir uns wahrscheinlich noch die letzte Tech-Rüstung hier, die wir machen können. So, da haben wir nämlich 3 Tech-Rüstungen. Das Fleisch an sich ist immer noch nicht getrocknet. Warum auch immer. Aber wir haben Wasser in den Schalen, das ist sehr gut. Trinkflasche hatten wir ja noch. Und den Topf, den müssen wir noch abkochen. Da könnten wir jetzt den Eintopf kochen, denn für den heutigen Tage. Wie spät haben wir es denn? Müsste ja Vormittag sein irgendwann. Es ist Tatsache 9:30. Okay. Dann kochen wir uns jetzt schon mal einen Eintopf, würde ich sagen. Kelvin, du mach mal weiter mit deinen Felsbrocken bitte, ja? Die brauchen wir nachher noch zu Genüge. Ja, bloß weil ich mir jetzt hier einen schönen mache und schön jetzt lecker Eintopf fressen werde, heißt das ja nicht, dass du dann einfach so Pause machen darfst, war mein Bester. So, dann schmeißen wir mal rein. Ein Beinchen, noch ein Beinchen, ein Arm, noch ein Arm und ein Köpfchen. Und dann kochen wir uns ein Greck. Ja, ist natürlich nicht lecker im ersten Moment, aber günstig und gibt ein paar Buffs, also ein paar extra Bonis auf meine Baumfällerfähigkeiten, auf meine Stärke und auf den Komfort, habe ich gesehen, glaube ich, war das. Mal gleich nochmal gucken. Das ist das Schöne. So, Kelvin, was los? Mein Bester. Du, der will irgendwie, denn soll er jetzt erstmal Stöcke pillen, bis ich nachher ihm die ganzen Felsen hier rübergeholt habe. Erstmal schön Stöcke in die Stockwälder machen, bitte. Ich glaube, es sind keine Felsen in der Nähe. Er hat keine zum Sammeln. Das ist sein Problem momentan. Schön, die nächste Wand fertig. Geil. Sehr geil. So. Hier sind auch noch keine drin. Kelvin, lässt nach. Hier sind auch keine mehr. Okay. Dann haben wir jetzt keine Felsen mehr. Da muss ich gleich nachher aufs und ein paar Felsen organisieren. Wir kümmern uns erstmal oben ein bisschen um das Holzgestell für das zweite Geschoss. Ne? Dann müssen wir auch noch unsere ganzen Lagersachen alle nach oben verräumen. Das kommt dann auch noch. Dass wir umziehen praktisch mit dem Lagerraum. Und wir haben jetzt ein schön vergrößertes Wohnzimmer. Dadurch, dass wir hier noch uns ein Ding genommen haben. Ein Abteil. Ein bisschen vergrößert. Den bräuchten wir hier gar nicht eigentlich. Den müsste ich mal sehen, dass ich den noch wegkriege. Irgendwie. Ja, weil ich ziehe hier eh eine Wand rein. Dann ist hier der Eingang. Hier links könnte man das Kaminzimmer reinmachen dann. Und hier rechts ist ein Schlafraum. Ne, hier machen wir das Kaminzimmer. Genau. Und da machen wir eine kleine Sitzecke rein oder sowas. Oder mal gucken, das Schlafzimmer, weil das Bettchen hier unter der Treppe sieht dann doch ein bisschen verloren aus. Finde ich. Außerdem muss ja Kelvin, muss ja auch irgendwo schlafen. Dann bauen wir ihm noch ein zweites Bettchen. Hat er sich langsam verdient. Also, der kriegt immer mehr Fleißbienchen geklebt, wenn er so weitermacht, der Mann. Ja?
Und der Eintopf brodelt und brodelt. Ich warte ja nur darauf, dass er endlich fertig wird. Na, wir trinken mal hier ein Schlückchen. Und dann kann man den hier schon mal hier wegnehmen. Den würde ich ganz gerne woanders hinstellen. Ist ja die Sache, wenn man, wenn es regnet, dann sind sie ja gefüllt. Und wenn du die dann umsetzt, ist die ganze Füllung weg, kleiner. Dann ist das so, als ob da nichts drin gewesen wäre. So, bei euch warte ich noch. Ja, der müsste jetzt aber auch mal langsam gar gekocht sein, unser Greg. Komm, Greg. Grog ist für heiße Nächte, für kalte Nächte und Greg ist für heiße Abenteuer. Oh, Kelvin, geil. Sehr gut, mein Bester. Läuft doch mit dir. Aber weißt du was, du könntest aber eigentlich auch... Warte. Folge mir. Folgt er mir jetzt? Ja, sehr schön. So, und jetzt einmal so nett und hol doch schon mal Baumstämme. Da kannst du mir doch schon mal ein bisschen was vorbereiten. Oder ich dir gleich, wenn ich dir wieder ein, zwei Bäume vorbereiten muss, weil du wieder am Arsch der Welt hinrennst, um Holz zu organisieren. Hier müssen wir auf jeden Fall auch noch Piekser hin. Links, rechts. Das ist der geile Shit, Alter. Piekser ist der geile Shit, sag ich nur. Jawohl. So. Stecken wir uns mal ein und trinken mal ein Schlückchen von. Dann wird man gleich unten bei meiner Anzeige sehen, die gelben Symbole. Ja, plus Stärke, plus Axt, das heißt Bäume fällen und ein Auge. Ja, das Auge weiß ich nicht. Es steht ja eigentlich für Tarnung. Aber ich bin mir nicht sicher, was es jetzt genau bewirkt. Ich bin jetzt nicht dadurch, dass ich einen Eintopf gegessen habe, besser getarnt, oder? Also das weiß ich. Vielleicht bin ich aufmerksamer oder so. Keine Ahnung. Irgendwas vergrößert sich am Aufmerksamkeitsradius oder so. Oder dass man Gegenstände früher angezeigt kriegt oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich hier mit ein paar Schläge jetzt hier so einen Baum umhauen. Das geht schneller wie jede Kettensäge. Und der Kelvin kann fleißig einstecken hier. Ja? Wir müssen ja auch noch ein Dach bauen. Kommt auch noch dazu. Da brauchen wir ein bisschen Holz. Oh, jetzt meine Ausdauer aber runter. Merkt man auch gleich. Dauert gleich ein bisschen länger mit dem Bäumchen hier. Eieiei, nicht auf dem Zaun. Ah, ich kann es gar nicht mit ansehen. So, das sollte erstmal für die Kelvin reichen, dass er ein bisschen was zu tun hat. Sag ich mal. Einmal hier. Komm, wir machen mal den Boden hier fertig schnell. Dann haben wir das auch schon erledigt. Feuer ist schon so leicht dezent im Weg, glaube ich. Aber nur leicht dezent. Obwohl gar nicht. Passt schon. Oh, es plätschert. Plätschern ist immer nicht gut. Das heißt, da verschwinden wieder irgendwelche Baumstämme. Die fallen wieder durch die Erde. Wenn die übereinander liegen und jemand drüber läuft oder so passiert ist. So. Das ist immer ein trauriger Verlust. Aber egal. Kommt eigentlich nicht ganz so oft vor und vielleicht kriegen sie es ja irgendwann auch noch hin, das zu fixen. Hm.
Ja, ist das Gestell ja gleich fertig da oben. Ja, sehr geil. Hier. Ja, zwei, drei Gänge noch und dann haben wir's. Holz müsste auch reichen. Nein. Na ja. Komm mal her. Nimm mal gleich einen zweiten mit. So. Ich wollte ja eh runter. Ich wollte noch einen zweiten holen. Bei einem auf der Schulter. So ist immer nicht so. Und dann so eher der Mann, der dann gleich so richtig. So. Einen bräuchten wir hier noch, aber den nehmen wir uns hier gleich. Und zwar, wenn der quer steht. Wir sollten vielleicht eine Querdecke reinziehen hier. Das wäre mir lieber. So. Nein. Genau. Das sieht doch mal gut aus. Den stecken wir erstmal hier rein. Den brauchen wir bestimmt nachher noch für irgendwie, wenn wir die hier wieder rausnehmen wollen, alle. Dann haben wir das erstmal erledigt, soweit. Ja, natürlich, weil der jetzt da stört. Ne? Aber das kann man nachher mit einem halben Balken erledigen. Wenn wir den kontern, können wir den rausnehmen. Wird die beiden hier gerne wegnehmen. Und dann, ja. Wobei, die stören ja nicht. Die Wände kommen eh zu. Ein Fenster soll hier nicht rein. Das ist ein Lagerraum. Hier wollte ich ein Fenster drin haben, auf jeden Fall. Links und rechts. Aber hier nicht. Den können wir mitnehmen. So. Wartet mal ganz kurz. Da muss ich noch einmal hier dann den. Den und den hier wieder hin. So. Dann haben wir das auch. Wenn ich jetzt den dann noch irgendwie wegkriege, dann bin ich happy. Genau. Sehr geil. Hier machen wir noch eine Tür rein. Einen Durchgang. Eine offene Tür ohne Bretter. Ne, dass man dann hier so reinkommt. Dann hat man hier einen Lagerraum. Um die Treppe rum. Ey, Kelvin, du klaust mir gerade die Baumstämme. Meiner. Lass das. So. Kelvin, kannst du bitte aufhören, mich zu stören hier oben? Ich muss hier oben arbeiten. So, jetzt müssen wir hier aber wieder ein Loch reinhacken, sonst kommt man da nicht runter. Das ist traurig, aber wahr. So. Ja, passt doch. Ein schöner offener Raum. Okay, die beiden sind dann wohl auch fest, genau wie die hier. Gut. Darf ich also nicht entfernen. Da könnte man eigentlich auch den hier eigentlich doch wegnehmen. Dann bauen wir hier nachher noch, müssen wir ein Zäunchen oder sowas bauen. Das ist natürlich doof, mit der Lücke da drin. Ärgert mich. Weil, wenn ich jetzt an den Balken einsetze, dann komme ich auch nicht mehr runter, glaube ich. Haben sie sich schlau ausgedacht hier, die Leute. Aber ich möchte ja nichts sagen. Ich leg den mal einfach hier mit hin erstmal. So. Das werden wir uns hier. Da kann man eigentlich ein Regal draus bauen oben. Da müssen wir aber erstmal eine Wand für haben. So. Wie sieht es denn hier aus mit den Steinen? Felsen müssten wir eigentlich auch jetzt dann ranholen. Das werde ich dann offscreen jetzt machen. Er holt noch die letzten Stämme, die draußen rumliegen. Das passt ja alles. Feuerchen brennt noch ein bisschen. Und wir sind auf jeden Fall sehr gut zu Hause angekommen. Sind eigentlich auch noch vollgepackt mit Loot. Müssen wir auch noch ein bisschen ablegen. Aber dafür müssen wir erstmal oben das Lager fertig kriegen. Ne, den Wohnraum hier unten, den müssen wir auch noch ein paar Kleiden mit Felsen. Die hole ich dann offscreen jetzt zur nächsten Folge hin. Dass wir in der nächsten Folge eigentlich ordentlich losbasteln können. Dann werden wir mal wieder eine Bastelfolge einlegen. Und gucken, dass wir hier unten das wenigstens zukriegen. Hinten fehlt auch noch ein Steinsee hinter dem Regal. Okay, meine Lieben. Ja, dann bedanke ich mich, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn es Spaß gemacht hat, gerne liken oder kommentieren. Freut mich immer. Wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, gerne auf Abo klicken. Tut nicht weh, kostet nichts und freut mich. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Tschüssi.